Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Lateinnachhilfe Nummer 146. Ich habe heute mal den Vorschlag eines Mithörers, Mitzuschauers aufgenommen, der mir geschrieben hat, ob ich nicht bei den ein oder anderen Sachen Übungen einbauen könnte. Das mache ich jetzt mal. Vielleicht gefällt euch das, vielleicht gefällt euch das nicht. Gut, also, es geht heute um die Esse-Formen und die Komposita von Esse, also die zusammengesetzten Wörter. Bevor ich loslege, Playlists habe ich inzwischen hier noch einmal einen Überblick über alle die Dinge, die ich schon ins Netz gestellt habe. Ich bedanke mich für die vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, für die vielen Bemerkungen, die ich bekommen habe, für die vielen Danksagungen. Heute geht es also um die Esse-Formen und entsprechende Komposita. Komposita von componere, zusammenlegen, zusammensetzen, zusammenstellen. Ihr wisst, man nimmt dann also erstmal kein blaues Schild, weil ich da sonst nichts mehr sehe. Man nimmt also die entsprechende Esse-Form und packt das mit Präpositionen wie ab, ad, de, inter, ob, prä, super, pro esse, da ist das de eingefallen und dann gibt es noch posse. Ich habe hier ein paar zusätzliche Informationen, das sind uralte Schriften, die ich hier ausgegraben habe. Schon fast Antiquariat. Da könnt ihr gerne noch zusätzliche Informationen lesen, wenn es euch interessiert. Wir schauen uns einmal die Formen an. Die sind relativ einfach und sicherlich auch für alle nachvollziehbar und eigentlich verständlich. Wir fangen einmal mit dem Präsens an. Sum es est, sumus est, ist sunt. Und Imperfekt, also ich bin, du bist, der ist. Imperfekt, eram, eras, erat. Eramus, erat, ist errant. Ihr seht hier wieder MST, mustissend, die Personalendung, die ihr schon kennt, oder OST, mustissend, braucht man also nicht neu zu lernen. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt, ich werde sein, du wirst sein. Sim, sis, sit, simus, sitis, sind, der Konjunktiv, völlig unverwechselbar, finde ich, ganz einmalig. Und das Imperfekt, SM, SS, esset, esemus, essetis, essent. Ich blättere mal zu einem alten Video zurück und zwar die Formen der Perfektgruppe. Perfekt passiv. Ihr seht hier, da tauchen die wieder auf. Ja, also sum es est, sumus est, ist sunt, eram, eras, erat, ero, eris, erit, sim, sis, sit und sm, ss, esset. Ss, esset. Das heißt also, man braucht die doppelt, einmal für die reinen Esse-Form und einmal, um das Perfekt passiv zu bilden. Von daher doch sollte man sich das einprägen. Ja, dann gibt es noch das Esse heißt sein, sum ich bin, fui ich bin gewesen. Ein Passiv gibt es nicht, wie ihr seht. Und diese Passivsachen sind natürlich völlig unregelmäßig. Das hat also erst einmal mit sum, ss, sumus, estis und nichts zu tun. Ich gucke mal eben. Was ist denn nach? Dann man kann das, glaube ich, nicht mehr wegen. Okay. Fui, fuisti, fuit. Ihr seht, auch das ist im Prinzip nicht neu zu erlernen. Denn, wenn ihr euch diese Fu müsste man sich merken, wenn ihr euch diese Endungen anguckt, I ist die It, Imus ist die Erund, Eram eras erat, Eramus erat ist errant, Ero eris errind, dann Erim eris, das ist wieder auch verwechselbar, bis auf die erste Person, und Isem. Ich blättere nochmal zurück. Dann seht ihr hier, leider nicht mehr. Doch, da sind sie wieder. Das hatten wir schon mal. Ja, hier, als Perfektendungen. Da gibt es also nichts Neues zu lernen. Gut. Ja, das ist einmal das, was ich sagen wollte. Dann kommen wir zu den Komposita. Da habe ich einmal
Die habe ich einmal extra aufgeschrieben, die könnt ihr also einmal hier nachlesen. Habe ich aber ein Word-Dokument vorbereitet, das steht etwas besser. Wir haben einmal abesse, Abwesendsein fehlen, adesse, Anwesendsein helfen, beistehen mit dem Dativ, deesse fehlen, nicht dabei sein mit dem Dativ, interesse teilnehmen an, obesse schaden, posse können, präesse vorstehen, an der Spitze stehen, leiten, protesse nützen und superesse übrig sein, überleben. Wie merkt man sich das? Ich kann euch nur sagen, ich habe mir das immer so gemerkt, dass ich mir diese Präposition gemerkt habe. Ab heißt ja von weg. Also weg sein, von irgendwas weg sein, weil da absteht. Dann im übertragenen Sinne abwesend sein, fehlen. Ad heißt zu, hin, nach. Zu sein, hin, nah, hin sein, dabei sein, anwesend sein. Und dann D. Wenn ihr das einmal mit von weg, mit weg, weg sein, nicht dabei sein. Inter heißt dazwischen, dazwischen sein. Wenn ich irgendwo dazwischen bin, nehme ich an etwas teil. Ob ist eine alte Vorsilbe, die immer gegen, entgegen. Ich bin irgendwie entgegen einer Sache, ich stelle mich dann dagegen und schade damit eventuell jemandem. Posse ist, glaube ich, unverwechselbar. Prä, vor. Vor, voran. Also vor sein, voranstehen, vorstehen, ist schwierig. Brot muss man sich einfach so nehmen. Dazu sein, dabei sein. Ich würde mir einfach Brot esse nützen. Und super heißt übrig, super, darüber hinaus. Darüber hinaus. Jetzt habe ich das R vergessen. Darüber hinaus übrig sein, dann überleben. So kann man sich das merken. Die Stammformen sind nicht ganz einfach. Abesse, absum, abess, die zweite Person steht noch dazu. Afui, nicht abfui, sondern afui. Adesse, nicht adfui, sondern afui. Deesse einmal regelmäßig mit defui. Interesse, interfui. Obesse, nicht obfui, sondern offui. Posse mit potui, präesse mit präfui, protesse nicht mit protfui, sondern profui und superesse mit superfui. Ja, ihr seht, die Dinger stehen alle, die meisten stehen mit dem Dativ und ja, was soll ich dazu sagen? Senatoribus adsum. Ich bin bei den Senatoren dabei, ich helfe den Senatoren. Cur itineribus vestris non intererit, erit futur. Warum wird er nicht bei euren Reisen dabei sein? Warum wird er nicht bei euren Reisen teilnehmen? Milites apatria afuerunt. Die Soldaten waren lange vom Vaterland weg. Diu. Und als letztes Beispiel, omnes interesse possunt, alle können teilnehmen. Bitte beachtet eigene Beispiele. Eigene Beispiele in euren Büchern, Grammatik, Lesebüchern, was auch immer ihr habt. Ganz wichtig. Ja, das wollte ich sagen, die Formen von Protesse. Ihr seht, die sind relativ unregelmäßig. Das heißt hier nicht Brotsum, nicht Brotsumus, da fällt das einmal weg. Ansonsten sind die von der Endung her, das ist immer wichtig, regelmäßig. Futur auf eroeris, simsis und smsse. Dann die Imperative und der Perfektstamm mit den entsprechenden Formen. Posse auch im eher unregelmäßig. Also nicht possum, posses, posset, sondern possum, potest, potest, possumus, potestis, possunt. Ansonsten von den Endungen her wieder regelmäßig. Wie gesagt, ich gebe euch den Tipp, wenn ihr das gerade macht, so ein Lerntipp, so ein auswendig Lerntipp, besorgt euch so eine Kopie, lasst euch die ausdrucken
klebt euch die an den Computer, guckt da immer wieder drauf und dann könnt ihr sie nach 2 oder 3 Wochen, sagt sie ab und zu mal auf. Das nutzt auch. Ich habe noch zum Abschluss eine interaktive, nenne ich eine interaktive Übung, und zwar zu dieser Tabelle hier. Ja, habe ich einmal durchgescrollt, stelle ich euch einmal vor. Und zwar seht ihr, ich habe hier diese Tabelle, die obige Tabelle, nochmal kopiert und habe über einige Wörter, die ihr hier nicht sehen könnt, so ein Kästchen drüber gelegt. Wenn ich das jetzt wegmache, taucht das natürlich auf, aber ihr sollt dann entweder, wenn ihr meint, ich kann das, könnt ihr die Kästchen mündlich machen, ihr könnt auch einen Screenshot von machen, euch das dann ausdrucken lassen und das dann ausfüllen, ach was weiß ich, was ihr damit macht. Ihr könnt es auch nachträglich bearbeiten, nee, das geht nicht, weil es ja ein Video ist. Schaut einfach mal, was ihr damit macht. Auf jeden Fall, eben denke ich mir, ist es eine kleine Übung. Ihr könnt es auch abschreiben und dann ausfüllen, ach was weiß ich. Ich bedanke mich erstens für die vielen Kommentare. Ich bedanke mich für die wunderbaren Nachrichten, die ich von euch bekomme. Ich bedanke mich für die vielen Klicks, für die vielen Abos und auch bei denen bedanke ich mich, die mich nicht ins Abo nehmen und mich trotzdem anhören und anschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich mache weiter. Sage euch ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.